Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, hallo Rüdiger. Ja, hallo. Schwierige Nachricht heute. Ne? Wie hat sich das Ganze denn jetzt entwickelt heute? Denn am Samstag hieß es ja noch, wir machen weiter mit dem Trainer. Ja, es gab einfach viele Gespräche, einfach nach dem Spiel schon mit dem Trainer, mit dem Präsidenten. War klar, dass man einfach eine Nacht drüber schläft, mal sich sammelt, entsprechend auch Sonntag dann viel telefoniert. Und wir hatten uns dann für heute Vormittag zu dritt verabredet, um da wirklich, und so ist es auch, ergebnisoffen in ein Gespräch reinzugehen, in die Analyse reinzugehen. Und saßen dann entsprechend sehr, sehr lange heute zusammen und sind da auch wirklich gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass wir diese Trainerposition dann neu besetzen werden. Jetzt habe ich hinter den Kulissen gehört, dass die Initiative letztlich auch von Uwe Koschinat aus ging, der dann irgendwann gesagt hat, ich glaube nicht, dass ich es noch schaffe. Ist das korrekt so? Es war ein komplett offenes Gespräch, wo jeder seine Fakten auf den Tisch gelegt hat. Und es ist einfach so, es haben drei Männer am Tisch gesessen, haben alle ihre Meinung gesagt und es war eine gemeinsame Entscheidung dann letztendlich zu sagen, dass wir das dann beendet und dann eine neuen Trainer einfach für die Position dann sucht. Wie geht ihr jetzt mit dieser Sache um? Ne? Ich meine, ihr habt ein Versprechen abgegeben, das ihr nicht gehalten habt. Das ist schwierig, oder? Ja, im Grunde ging es darum, jetzt das also wirklich im Detail zu analysieren und sich auszutauschen. Ich glaube, das ist das Ergebnis dann aus diesem langen Austausch, aus den Gesprächen Samstagnacht schon, Sonntag und auch entsprechend heute, wirklich zu dritt lange zusammenzusitzen und zu diesem Entschluss dann zu kommen. Und klar kann man jetzt sagen, dass diese Aussage von Samstag hatte keine lange Gültigkeit und trotzdem muss man einfach beachten, die Analyse, die dann auch im Anschluss auch gefolgt ist und wirklich eine sehr, sehr offene, sehr, sehr ehrliche und eine Analyse auf Augenhöhe und wo man dann auch letztendlich zu diesem Entschluss dann gekommen ist. Mhm. Gut, jetzt gibt es verschiedene Gründe wohl für diese Entscheidung. Ne? Die eine dürfte natürlich die sportliche sein. Man ist hinter den Erwartungen, hinkt man hinterher. Der Punkteschnitt stimmt nicht und ist sogar deutlich negativ in den letzten Spielen gewesen. Was soll ein neuer Trainer jetzt ändern? Gut, letztendlich, klar, es sind die Ergebnisse immer irgendwo ein Spiegelbild und auch klar festzumachen, ist etwas gut, ist etwas schlecht, nur so einfach ist es dann letztendlich dann doch nicht, weil auch bei Siegen kann man schlechte Sachen vielleicht irgendwo rausziehen, bei Niederlagen auch gute Sachen irgendwo rausziehen und von daher war das jetzt nicht so eine Schwarz-Weiß-Malerei, ja. Sondern so eine Komplettanalyse auch zu gucken, wie können wir zusammen erfolgreich sein und wenn man vielleicht diese Überzeugung dann nicht hat, zu sagen, ob man dann entsprechend dann was Neues sucht. Und klar, neuer Trainer bringt neuen Impuls, wird eine andere Ansprache haben, wird andere Taktik vielleicht haben, ist einfach ein anderer Mensch. Ja. Von daher wird sich auch da dann einiges verändern, was einfach logisch ist, weil es gibt keinen Klon, keine Kopie von Uwe Koschinat und von daher wird sich einfach das dann auch verändern in der Art und Weise, wie der Umgang ist, in der Art und Weise, wie dann auch gespielt wird, weil jeder Trainer hat seine, oder jeder Trainer ist ein Mensch, jeder Trainer hat seine Idee, wie er spielen lassen möchte und daher wird es da dann auch einen neuen Impuls geben. Ja. Es gab klare Anzeichen dafür, dass es zwischen Trainer und Mannschaft nicht gestimmt hat. War das jetzt auch ein Aspekt, der eine Rolle gespielt hat bei dieser Entscheidung? Wir haben alle Themen auf den Tisch gelegt, haben viele Sachen auch diskutiert, aber es war jetzt nicht ein ausschlaggebender Punkt, irgendwo das Binnenverhältnis jetzt zwischen Mannschaft und auch Trainer. Es war eine Gesamtanalyse einfach, und wo wir dann diese Entscheidung dann auch getroffen haben. Ja. Wie geht es jetzt weiter? Wer wird vorerst das Training leiten? Gut, heute war klar, aufgrund der Kurzfristigkeit hat das der Co-Trainer Bernd Hemsort geleitet mit Christoph Fuhr, Athletiktrainer.
Und weil das wirklich sehr, sehr kurzfristig und knapp vor dem Training war, müssen wir uns jetzt einfach zusammensetzen. Es wird so sein, dass es intern erstmal gelöst wird, weil wir halt nicht vorbereitet sind und keine Gespräche im Vorab auch geführt hatten, weil die Grundidee einfach Bestand hatte zu sagen, wir machen mit dem Trainer weiter. Und das heißt, es wird jetzt diese Woche für Mittwoch und wahrscheinlich auch für Samstag dann auch die interne Lösung geben. Das heißt, entweder Bernd Hemsoth oder Jürgen Duginger. Oder? Ja, am Ende habe ich auch einen Fußballlehrer. Ich Also weiß. das ist klar, es gibt drei Möglichkeiten entsprechend, dass das entweder Bernd macht, Jürgen macht oder entsprechend, dass ich das mache. Und da müssen wir uns jetzt einfach auch zusammensetzen und gucken, dass wir da eine gute Entscheidung treffen. Jetzt braucht ihr einen neuen Trainer, das ist klar. Es wird ja niemand aus diesem genannten Trio, Cheftrainer werden. Oder? Ist ausgeschlossen, denke ich. Das ist jetzt nicht die Idee, aber trotzdem ist es auch viel zu frisch jetzt Ja. da zu sagen, welches Profil an Trainern kommt und wie genau der Ablauf sein wird. Es war jetzt wirklich Gespräch mit Uwe Koschenat, mit dem Präsidenten, direkt hierher zum Training zu fahren und jetzt im Grunde auch alles Weitere einzuleiten.